Mein Name ist Timo Göschel, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor vom Forschungszentrum für Umweltökonomik am Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Heidelberg. Warum wird man Wissenschaftler? Weil man nicht aufhört, als Kind zu fragen, warum. Mir kamen viele Aussagen zur Welt als Kind, gerade als ich aufgewachsen bin im Rahmen der Umweltbewegung, als sehr widersinnig und widersprüchlich vor. Und ich habe immer gesagt, das will ich selber rausfinden. Und deshalb wurde ich Wissenschaftler, um zu verstehen, wie können wir Aussagen treffen über die Welt, in die wir ein gewisses Vertrauen haben. Ich bin ja Umweltökonom. Ganz am Anfang wollte ich mal Physiker werden, aber da habe ich bald gemerkt, dass die Probleme mit der Umwelt eigentlich zu tun haben mit Menschen letzten Endes. Und deshalb wollte ich verstehen, können wir was erfahren darüber, wie das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt sich definiert, was die Bestimmungsgründe sind und wie man helfen kann, dass die Gesellschaft besser mit der Umwelt umgeht. Und deshalb leistet die Umweltökonomik dazu auch einen gewissen Beitrag. Die Umweltökonomik ist natürlich ganz zentral für die Sustainable Development Goals. Wir sind eigentlich relevant für fast alle Aspekte im Rahmen der SDGs. Ich persönlich bin vor allem interessiert am SDG 12. Da geht es um nachhaltige Produktion und Konsum. Das sind natürlich ganz originäre Fragestellungen der Ökonomik. Wer produziert wie, was, für wen? Und welche Umweltprobleme entstehen dabei und für wen wird dann produziert, wer konsumiert und welche Effekte gibt der Konsum und die Nachfrage nach möglicherweise umweltschädlichen Sachen für die Umwelt als Ganzes. Also für uns geht es natürlich um Fragen des Wachstums natürlich auch, also SDG 8 ist für uns relevant, aber wie ich sagte, im Prinzip alles, was mit menschlicher Entwicklung zu tun hat, ist eigentlich originär von Interesse für einen Ökonomen.